als die Mauer fiel, als die Nachricht vom Mauerfall kam, da freute ich mich über alle Maßen. Endlich hört diese dämliche alliierte Teilung auf. Endlich. Dieser unnatürliche Zustand von den Alliierten verursacht. Ne? Ich mache das aus Liebe zu meiner Heimat. Deswegen mache ich diese Aufklärungsarbeit, um vorzubereiten, möglichst viele Brüder und Schwestern auf die Reichsdeutschen. Weil ich weiß, was passiert, wenn man so einen Schock, das wird ein Schock werden, wenn die kommen, denken Sie an Dr. Hamer, Neue Medizin, der redet ja gerne von Schocks, wenn das die Leute unvorbereitet trifft, weil die alliierte Propaganda ist ja aktiv. Jeden Tag gibt es auf mindestens 3 Sendern Filme über das böse Deutsche Reich. Ich bin das gute Deutsche Reich. Ich bin dafür, dass wir mehr über das gute Deutsche Reich sprechen und Aufklärungsarbeit machen, so wie Meinolf es vorschlägt. Wir müssten viel mehr von seinen Zeitungen verteilen können, damit wir auch den Leuten sagen können, dass die da sind. Denn wenn die kommen mit ihren Hakenkreuzen, die werden kommen, können Sie sicher sein. Ja, dann werden viele sich hier schämen, dass sie 60 Jahre alliierte Scheißhauspropaganda geglaubt haben. Und viele werden vor Scham leider sterben. Tja, wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Außerhalb der Neuschwabenland-Reihe möchte ich Ihnen heute mal ein Buch etwas näher bringen, anhand der gerade wieder neu entflammenden Diskussionen. Nicht? Das war ja schon Mitte der 90er Jahre mal Thema. Ne? Ebola, Ebola, Ebola. Ja, ich habe hier zwei Fachleute, nicht wahr? Ich halte Ihnen mal das Buch kurz in die Kamera. Nicht? Das ist Thorsten Engelbrecht und der niedergelassene Arzt Klaus Köhnlein zum Thema Viruswahn. Nicht? Viruswahn. Nicht? Das US können Sie übrigens groß schreiben. Nicht? Also wir und dann US groß Wahn. Nicht? Weil die müssen ja immer ein Geschäft draus machen. Nicht? Also einfache Entgiftung reicht ja nicht für die Pharmaindustrie. Nein! Sie müssen Impfprogramme machen und für Impfprogramme braucht man selbstverständlich Opfer. Und diese Opfer müssen selbstverständlich eine Infektion oder eine Viruskrankheit haben. Und deswegen also nochmal Viruswahn, US groß geschrieben, hier leider klein geschrieben, man kann es ruhig groß schreiben. Und dann zu welchen Themen? Schweinegrippe, Vogelgrippe, SARS, BSE, Hepatitis C, AIDS, Polio und ich darf ergänzen, es geht auch um Ebola. Haben Sie bitte keine Angst, ich werde Ihnen nicht das ganze Buch vorlesen. Nicht? Also das überlasse ich dann Ihnen. Das ist übrigens die Ausgabe, fünfte Auflage 2009. Und da schauen wir uns mal kurz die Seite 39, Seite 39 und 40 an. Weil das ist für Sie vielleicht ganz wichtig, ne, falls Sie beim Tanz mitmachen wollen. Ne? Also dem afrikanischen Tanz. Ebola, Ebola, Ebola. Warum ich so guter Laune bin, werden Sie gleich erfahren. Denn es gibt gar keine Beweise für das Ebola-Virus. Nicht? Sehen wir uns aber an, was die Autoren Engelbrecht und Köhnlein dazu schreiben. Wie gesagt, Köhnlein ist ein niedergelassener Arzt hier. Nicht? Der behandelt, glaube ich, auch Kassenpatienten. Nicht? Und der hat gemeinsam dieses Buch nochmal zu mitschreiben, Viruswahn, nicht? Geschrieben, nicht wahr? Eine Schweinegrippe, Vogelgrippe, SARS, BSE. Wo ist überhaupt BSE geblieben? Nicht? Ist das bei dem Insektizidhersteller geblieben? Ja? Ist genauso wie mit Polio. Nicht? DDT war da die entscheidende Ursache, nicht? Das also ist dann über die Tiere und Getreide, also Nahrungskette zum Menschen gelangt. Nicht? Und natürlich kann man Insektizidhersteller, also die pharmazeutische, chemische oder wie auch immer Industrie, kann man ja verklagen. Beim Virus geht es ja schlecht. Also gucken wir uns das kurz an, was wir hier zu lesen haben, nicht wahr? Also Seite 39, würde ich Ihnen das mal kurz vorlesen. Wir möchten an dieser Stelle alle Leser dazu ermutigen, also auch Sie, alle Zuschauer, dazu ermutigen, die herrschenden Virustheorien, hier allgemein, Sie können sich ja irgendein Virus aussuchen, ne? Ich habe von Lanka gehört, er hat einen Preis, also Stefan Lanka, Bodensee, ne? Hat einen Preis ausgeschrieben für den Nachweis des Masernvirus. Nicht? Also ein ziemlich hoher Preis, nicht? Da geht auch ein Rechtsstreit schon. Googeln Sie mal einfach Stefan Lanka.
hinten mit A. So wie es viele Menschen eigenständig zu überprüfen, so wie es Menschen und darunter, jetzt geht's los. Also sie sind nicht allein sozusagen. Nobelpreisträger. Oh, es gibt Nobelpreisträger, die Hinterfragen stellen. Top-Mikrobiologen und Forscher aus anderen Gebieten. Seriöse Journalisten, da sehen Sie mal, genau wie Laien getan haben. Die haben also die offizielle Virus-Version oder Theorie mal hinterfragt oder wenigstens mal eine Frage dazu gehabt. Ne? Das wäre doch mal was für Sie, nicht? Nicht blind sich melden, freiwillig bei Uschi, ne, sozusagen wegen Afrika-Urlaub oder so. Ebola, Ebola, Ebola. Dann kriegen Sie noch nicht mal einen Rückflug. Ne? Das ist sowieso schwierig, nicht? Also ich habe heute auch Cem Özdemir gehört, ne? Wir müssen die ISIS stoppen. Was denn? Ne, 3 Jahre lang erzählen uns die Medien, alle, wir müssen die Kämpfer gegen Assad, nicht den Präsidenten, den gewählten Präsidenten Syriens, nicht wahr, unterstützen. Ne? Jetzt auf einmal sind diese Freiheitskämpfer, ne, unsere größten Terroristenfeinde. Ey, und das sind 35.000 Stück, offiziell, nicht? Ich weiß nicht, ich habe es nicht nachgezählt, nicht? Aber wissen Sie, Herr Cem Özdemir, wie viel Sie da hinschicken müssten, um die 35.000 sozusagen zu bekämpfen? Ja, wenn Sie 5.000 oder 10.000 Mann Frontkämpfer haben in der Bundeswehr, mehr werden die nicht haben, ne? Ja, dann müssten wir stark aufrüsten. Und wer soll das bezahlen, nicht? Und was wollen wir denn vorher machen mit Syrien? Wollen wir das zum 17. Bundesland erklären und Irak gleich mit 18? Ja, 18, ja? Sind Sie wirklich der Meinung, wir müssten da 200.000, 300.000 Soldaten hinschicken, die wir gar nicht haben? Aber hey, wir sind ja die reichste Nation in Europa. So haben sie es ja begründet. Also müssen wir ISIS stoppen. Tatsächlich? Ja, dann gehen sie doch mal nach Washington oder nach Saudi-Arabien oder nach Katar und sagen den Leuten, die sollen den Nachschub für diese geheime amerikanische Terrorgruppe abschneiden. Nicht? Dann haben sie ISIS gestoppt. Nicht? Ja, ja, nicht? Ja, wie auch immer. Also wir sollen mal nachfragen. Wieder zurück zum Thema, sind nicht Soldaten, aber die Soldaten betrifft das ja auch, ne, die jetzt nach Afrika freiwillig sich melden. Ja klar, dann können sie den Staat nachher anschließen. Oder Frau Dr. Leyen, die ist ja Medizinerin, die müsste es eigentlich wissen, dass es Ebola gar nicht gibt. Nicht? Also wenn sie nicht völlig blind, ne, bei ihren Kollegen ist, nicht, die ja seit Jahren die Virustheorien ganz allgemein, ne, dazu gehört ja auch HIV/AIDS, nicht, aber nicht nur die, BSE genauso. Wo ist denn BSE geblieben? Wo ist Vogelgrippe geblieben? Wo ist das Schwein geblieben? Wo ist das nächste Tier geblieben? Ja, ist nicht da. Gut, also lesen wir nochmal weiter hier. Also Top-Mirologen, die wichtigsten Institutionen, naja, ob die so wichtig sind, die nach Belegen für die Thesen gefragt werden sollten, sind die Weltgesundheitsorganisation WHO, naja, die wissen das bestimmt. Die amerikanische Seuchenbehörde Centers for Disease Control, CDC. Ich glaube, die CDC, die hat schon in 50er Jahren angewiesen, dass tonnenweise die Bücher von einem gewissen Dr. Med. Wilhelm Reich verbrannt werden müssen, nicht? Und seine, ja, wie nennt man das, Organakkumulatoren zerhauen werden müssen, auch vernichtet werden müssen. Die sind auf jeden Fall gegen jegliche alternative Aufklärung. Center for Disease Control. Da können Sie mich mit jagen, ja, diese Typen in Atlanta, ne, tiefer Süden, ne, Kuckucksklan, haben was gegen, naja, Sie wissen schon. Und so weiter und so fort. Also Center for Disease Control, ja, die muss man fragen, ne, die nur davon leben, dass sie anderen Leuten Virusangst machen oder Angst vor Wilhelm Reich oder wie auch immer, ja. Ja, oder dessen deutsches Pendant, das ist schön, dass sie deutsches Pendant schreiben. Da sieht man gleich, die haben auch begriffen, die Abhängigkeiten, nicht, in der Bundesrepublik Deutschland, ne, von dem großen Alliierten, ne, ja, Washington, jawohl, das Robert-Koch-Institut. Na, sagen Sie mal, na, die Nasen wissen irgendetwas, na, die dürfen doch höchstens übersetzen. Ne, die Aids-Fall-Definitionsliste haben sie auch nicht übersetzen dürfen. Nicht? Ja. Wieder von der CDC Atlanta, ne, in Berlin, ja, und zwar Nordufer 20 ist das Robert-Koch-Institut in Berlin-Wedding, ne, so. Auch wir haben selbstverständlich nachgeforscht, das müssen Sie sich mal vorstellen, ein deutscher Journalist und ein deutscher niedergelassener Arzt haben am Robert-Koch-Institut nachgefragt, und zwar etwa im Sommer 2005 das Robert-Koch-Institut gebeten. Und jetzt kommt's, hören Sie bitte gut zu, also, deutscher Journalist und deutscher niedergelassener Arzt. Der muss ja sozusagen Sicherheit haben für seine Patienten, nicht, die ihm in die Praxis kommen. Ne? So, erstens, bitte nennen Sie die Studien, die einwandfrei belegen, dass das SARS, Hepatitis C, HI, Ebola, hier sehen Sie, Ebola kommt vorne, ne? Pocken- und Poliovirus und der BSE-Erreger nachgewiesen wurden. Vollständige Reinigung, Isolierung und Bestimmung der biochemischen Eigenschaften plus elektronenmikroskopische Aufnahme.
Da haben sie beim Polio schon Probleme. Nicht, das ist ja schon postuliert worden, das war so Pi mal Daumen 20 Jahre, bevor überhaupt das Elektronenmikroskop hier von Ruska in Berlin erfunden worden ist. Nicht? Das muss ich mal vorstellen. Da haben die schon sozusagen hellseherisch 1910 oder wann das war, ne, gedacht, ja, das muss wohl ein Virus sein, was diese Lähmung macht. Nee, es war nicht ein Virus. Es war das Insektizidmittel DDT, nicht, das schön über die Felder gesprüht worden ist, nicht? Ja, nicht von so Doppeldeckern und dergleichen damals. Ja. Naja, wie gesagt, zweitens, jetzt geht's weiter, nicht? Zweite Frage von Thorsten Engelbrecht und dem Arzt Klaus Köhnlein. Bitte nennen Sie Studien, die einwandfrei belegen, dass die unter 1, also die genannten Viren, nicht wahr, den genannten Viren krankmachend sind, nicht? Also, dass man irgendwo was entdeckt, ist ja eine Sache. Jetzt müssen Sie ja noch nachweisen, dass das immer überall da, wo es auftritt, auch die Krankheit macht, nicht? Das ist dann schon etwas schwieriger, ne? Ja, krankmachend sind. Und auch nicht andere Faktoren wie Mangelernährung. Afrika und Mangelernährung. Gibt es in Afrika Mangelernährung? Stellen Sie sich mal vor, könnte man tatsächlich diese Frage mal zulassen? Oder Giftstoff? Gibt es in Afrika vielleicht Giftstoffe? Wer hat da noch DDT gesprüht? Wäre ja auch eine interessante Frage. Oder ist das, wie zugegebenermaßen in der ersten Zeitung stand das mal drin, dass da bis zum Tausendfachen von Impfdosen ausprobiert worden sind? Ja, mei, und wenn die dann noch die passenden Beifügungen haben, ne, so Schwermetalle, ja, dann fallen ihnen, also Quecksilber zum Beispiel, dann fallen ihnen ja die Hautfetzen schon so, auch ohne Krankheit, ab vom Leib, nicht da, ja. Und das nennen die dann, also diese ganzen Giftstoffe, diese Impfstoffversuche, der Testmark Afrika, das nennen die dann Ebola. Ja, etc. Und den Krankheitsfall zumindest mitbestimmen. Ja, meistens ist also neben Mangelernährung auch noch sauberes Wasser ein riesiges Problem in Afrika. Neben Bürgerkriegen und irgendwelchen Präsidenten, die ja irgendwie auch Kampfmittel bestellen, in welcher Form auch immer. Drittens, bitte nennen Sie zumindest zwei Studien, die einwandfrei belegen, dass Impfungen effektiv und wirksam sind. Hey, das wäre mal was Gutes. Da habe ich schon mal gelesen, in der Raum und Zeit Nummer 50, ist schon eine Weile her, das war so, okay, bei Laumann 1991, wenn ich mich nicht richtig erinnere, eine Arbeit von einem Doktor, ich glaube, doppelter Doktor oder so, Buchwald, nicht, ob Impfen sinnvoll ist, war eine Zweiteiler, also eine Nummer 1551 drauf. Ne? Also da war schon klar, 1991, zumindest nach den Erkenntnissen von Herrn Buchwald, dass sie das Impfen knicken können. Ne? Also auch hier, ne? Sie müssen sich nur mal die ersten Fälle von Edward Jenner ansehen, nicht wahr? Das war alles Katastrophen, ne? Ist tödlich für die Leute ausgegangen. Ja, es funktioniert ja nicht, nicht? Vor allem nicht dann, wenn sie da noch Gifte mit reinmischen, nicht? Also, das können sie alles knicken, ne? Aber hey, lassen wir doch Ursula von der Leyen, ne, die Bundesverteidigungsministerin, mal den neuen Tanz machen, ne? Ebola, Ebola, Ebola. Ja, wenn Sie mittanzen wollen, dann brauchen Sie sich bloß freiwillig melden. Wenn Sie den Schwachsinn allerdings durchschaut haben, vielleicht durch meinen kleinen Vortrag hier oder durch die Lektüre von so etwas hier, Virus waren und so weiter, nicht wahr, von Thorsten Engelbrecht und Klaus Köhnlein, dann sollten Sie in Zukunft wissen, ja, dass das alles nur Quatsch ist. Ja, ja, manche sagen ja auch, naja, ist komisch, dass Ebola genau da auftritt, wo die Amerikaner Bodenschatzinteressen haben. Ne? Wow, das war wieder ein Satz, nicht? Ja, da wird dann alles sozusagen isoliert, ne, für Amerika. Ja, und jetzt kommt noch der Nachsatz. Also, die haben jetzt diese Anfrage gestellt an das Robert-Koch-Institut Nordufer 20 in Berlin, ne, Berlin-Wedding. Leider haben wir bis heute, trotz mehrfacher Nachfrage, das muss man, steht hier, ne, keine einzige Studie genannt bekommen. Ja, also wenn, also ich sehe das mal so, wenn das Robert-Koch-Institut, das ist die zuständige, in Anführungszeichen, Seuchenbehörde für Deutschland, nicht, das ist das Institut überhaupt, nicht, allein der Name, nicht, wirkt ja für Sachverstand, also Robert-Koch-Institut und so weiter, ne? Nordufer 20 in Berlin-Wedding. Wenn die einem niedergelassenen Arzt und einem Journalisten nicht in der Lage sind, Studien zu benennen, die irgendwas zum Thema, wollen wir nochmal gucken, Seite 40 war das, ne? Nicht, dass wir das vergessen, ne? Zum Thema SARS, wissen Sie noch was von SARS? Ja, sehen Sie, haben Sie schon vergessen. Hepatitis C ist auch interessant, ne? Hieß früher non A, non B, ne? Weiß kein Mensch. HIV-Virus, Ebola-Virus, Pockenvirus, auch interessant, ne? Scheint gar nicht zu geben, ja. Das ist die Fortsetzung da von irgendwelchen Papst Silvester. Ich glaube, der Lang hat mal dazu einen schönen Vortrag gemacht. Googeln Sie mal. Wunderbar. Und Poliovirus, nicht? Und BSE, ja, gibt es ja auch nicht, nicht? Das war klar, ne?
dass die Briten da, die hatten da so eine Vorschrift, ne, das Rindvieh muss hinten eingerieben werden mit Insektiziden, nicht? Und das war, ja, das Blöde ist, dass diese Gifte, ne, gegen Insekten ja leider auch gegen Menschen oder in dem Fall gegen Rinder wirken, dann geht das durch die Haut durch, nicht? In dem Fall durch das Fell vom Rind, ne? Und da, wo sie es aufgesprüht haben, ja, da ist ja das Rückenmark, ja, komisch, nicht? Und dann lähmen sie sozusagen das Rückenmark und dann wundern sie sich, dass die Kühe dann nicht mehr eigenständig stehen können, ja. Und damit man weder die Regierung, also in Großbritannien, noch den Insektizidhersteller nicht mal sozusagen verklagen kann, ich muss es selbstverständlich eine BSE-Erregertheorie gewesen sein. Ne? Ja, so viel Schwachsinn auf einmal. Ich glaube, da haben sie viel zu verkraften. Ich wünsche Ihnen dabei viel Glück. Machen Sie es gut, Nachbarn. Nicht wahr? Ja, ich bin gesund. Danke, Ihr Peter Schmidt. Wiederhören. Als die Mauer fiel, als die Nachricht vom Mauerfall kam, da freute ich mich über alle Maßen. Endlich hört diese dämliche alliierte Teilung auf. Endlich. Dieser unnatürliche Zustand, von den Alliierten verursacht. Ne? Ich mache das aus Liebe zu meiner Heimat. Deswegen mache ich diese Aufklärungsarbeit, um vorzubereiten, möglichst viele Brüder und Schwestern, auf die Reichsdeutschen. Weil ich weiß, was passiert, wenn man so einen Schock, das wird ein Schock werden, wenn die kommen, denken Sie an Dr. Hamer, Neue Medizin, der redet ja gerne von Schocks, wenn das die Leute unvorbereitet trifft, weil die alliierte Propaganda ist ja aktiv. Jeden Tag gibt es auf mindestens 3 Sendern Filme über das böse Deutsche Reich. Ich bin das gute Deutsche Reich. Ich bin dafür, dass wir mehr über das gute Deutsche Reich sprechen und Aufklärungsarbeit machen, so wie Meinolf es vorschlägt. Ja. Wir müssten viel mehr von seinen Zeitungen verteilen können, damit wir auch den Leuten sagen können, dass die da sind. Denn wenn die kommen mit ihren Hakenkreuzen, die werden kommen, können sie sicher sein. Ja, dann werden viele sich hier schämen, dass sie 60 Jahre alliierte Scheißhauspropaganda geglaubt haben. Und viele werden vor Scham leider sterben.